2, 1, drop it. Ja, so Servus zurück auf Football Zone. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht's wohl weiter mit der nächsten Folge der Wachthof-Karriere. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum. Es geht gleich richtig rein hier in diese Karrierefolge. Und gegen wen wir treffen, das seht ihr jetzt. Was ihr nicht seht, das hier ist Pokal. Es geht gegen den ersten FC Nürnberg. Wie auch schon letztes Jahr in Runde 1. Dann wartet Kiel. Auswärts, dann wartet zu Hause der SV Werder Bremen und dann wartet auswärts die Aufgabe bei Dynamo Dresden. Pokal und Dynamo werden wir spielen, Kiel und Werder Bremen werden wir simulieren und mal gucken, was das hier in diesem Monat bringt. Und ich würde sagen, wir starten rein, wir sehen uns im Pokalspiel gegen den Club. Endlich geht es los, Waldhof Mannheim empfängt Nürnberg, Pokalrunde 1, wie letztes Jahr, da war es beim Club, da war es ein spektakuläres Spiel zwischen Mannheim und Nürnberg, das will Mannheim natürlich heute auch und das wollen sie veredeln nach dem Pokalfinaleinzug nach Berlin gegen den FC Bayern, wo man nach Elfmeterschießen ganz bitter unterlag, will man nun Chance 2 im DFB-Pokal nutzen und mal sehen, ob das in Runde 1 schon mal erfolgreich ist. Malek Tiao und der Club geht in Führung. 9. Minute 1-0 Nürnberg. Doppel da mit dem 1-0. Ist das bitter? Hier die Flanke. Malek Tiao schön davor und dann klasse umgeschalten. Doppel da und dann keine Chance für Königsmann. Im Kasten von Waldhof Mannheim. Ja, fast war er noch dran, aber Dovedan eiskalt. Und es gibt Elfmeter, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt auch noch Pech hinzu für Waldhof Mannheim. Malek Tiao. Der Unlösser. Hier schauen wir das nochmal hin. Und ja, das ist. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Würden wir hier jetzt schon einen Videobeweis haben, wäre das für meine Begriffe zu wenig. Ist das bitter? Natürlich. Und Lokepa Königsmann hält. Oh, was ist das denn? Aussetzer, ciao. Serie seit 2-0 Nürnberg. Ich spiele das gnadenlos aus. Sörensen mit dem 2-0 für den Club. Hier, am Gotteswillen, was macht denn dort Friede? Und dann Sörensen hatte Übersicht. Und der Club geht mit 2-0 durch Lohkämper Entführung. Und jetzt wird es eine ganz harte Nuss für Mannheim. Und 3-0! Und das war's! Der Club sticht ins Mannheim Herz. Latria 3-0 Nürnberg. Ja, natürlich, Mannheim muss aufmachen und dann Königsmann kann dann auch nichts mehr machen. Der ist trocken und cool abgezogen. Und da kommt Königsmann. Leider nicht mehr an. Und jetzt aus und vorbei, Club. Jetzt aus und vorbei, Nürnberg. Machen Sie alles schattendicht jetzt hier. Königsmann, Glatzparade nochmal. Abschluss und das war's. Der Club eine Runde weiter. Mannheim scheitert in Runde 1 zu Hause gegen Nürnberg. Es ist ganz, ganz bitter. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Entschuldigung, bis gleich. So, Löwe Meier im Sturm, Ajani links, Lauper, Sakiri,
Wir setzen unsere Sechser Kostli rechts. Sommer, Thiaw, Friedel bleibt gleich. Und noch eine Änderung. Und zwar Doncor kommt für Rossipal ins Spiel. Und somit gehen wir auch gegen Kiel in die Schnellsimulation. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir dort den nächsten Dreier einfahren können. Leider nicht, aber Paul Meyer trifft zum 1:1 in der 82. Minute. Rese traf davor zur Führung. Aber ein Punkt aus Kiel nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Sollte man jetzt nicht überbewerten, aber als Elfter geht man gerne mit und somit gehen wir zu Hause gegen Bremen ran. Und dort gibt es eine glatte 0-3-Niederlage. Goller, Goller und Schmid sind die Torschützen, aber das war uns im Vorhinein klar, dass es gegen Bremen nichts zu holen gibt. Da waren wir wohl deutlich unterlegen. Ja, aktuell sind wir 13. mit 4 Punkten aus 4 Spielen. Die Konkurrenz passt hinter uns auch. Nürnberg auch nur 14. Also der hätte man Pokal locker gewinnen können. Jetzt geht's gegen Dynamo Dresden. Und was das bringt, werden wir sehen. Wir gehen rein. Let's go. Ja, herzlich willkommen aus Dresden. Herzlich willkommen aus dem Rudolf-Habich-Stadion in Dresden. Dynamo Dresden empfängt Waldhof Mannheim. Aber jetzt sind wir leider auf der Seite von Waldhof Mannheim und müssen punkten im Abstiegskampf. Und da kommt vielleicht Dynamo Dresden sehr, sehr gelegen, weil beide Mannschaften nicht so wirklich richtig gut in die Saison gestartet sind. Die Sachsen vielleicht etwas besserer als der Waldhof. Aber mal sehen, die zweite Liga ist die geilste aktuell und das soll sie natürlich auch behalten und deswegen Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim. Jetzt. Paul Meyer gegen vor Bayern will. Paul Meyer, drüben ist Ajani. Findet er in Ajani. 1-0 Mannheim. Der Waldhof führt in Dresden. Auch Waldhof haben viele Youngsters. Unter anderem Paul Meyer hier. Löwe steht im Abseits. Bleibt clever weg. Und Ajani mit ihm wollen. Und der war auch nicht ganz so Zentimeter am Pfosten vorbei, sehen wir hier nochmal. Immer wieder auch noch. Klasse gemacht von Ajani und Martin Böhm. 2-0. Er kann sich alles, aber auch wirklich alles ins Negative versenden. Und jetzt Gladrot Hosener. 18. Minute bei Dresden fliegt einer. Boah, was eine Grätsche. Ohne Sinn, Philipp Hosener. Sakiri, Paul Meyer, da steht Löwe. Und jetzt gibt's 12 Meter. Tim Knippig, der Unglücksrabe. Bei den Sachsen im Luftduell gegen. Oh ja, ja, das ist leider das Abspiel. Für Dynamo Dresden, diese Verantwortung nimmt sich Löwe. Boah, Löwe, ist der cool. Den Schnupps da im Wickel hinein. Zweiter. Boah, hat eine Ecke, aber Löwe ist genialer. Schau mal, ein schönes Ding. Nichts mehr machen. Der ist vor Waldhof Ole. Der ist vor Waldhof Ole. Der ist vor Waldhof Ole. Löwe! Löwe! 3-0! Waldhof! Die zaubern hier in Dresden! Ein Kopfstück! Dynamo kommt hinten einfach nicht raus. Und dann laufen sie in so eine Kontrolle mit einem Trick hochgenommen und dann Pfosten, Latte, alles was da ist. Latte auf hinein, es liegt, dass der Berg abseiten der Waldhof aktiviert. Oh, Tor Dynamo ist wieder da, was ist das denn da hinten? Oh Gottes Willen! Ich weiß gar nicht, wer war es am Ende? Mörsche oder der Ferner, der den Ball da über die Linie gedrückt hat? Der Ferner hat auf jeden Fall den Kopfball, glaube ich, gewonnen und Mörsche macht das Ding hinein.
Boah, ist das bitter her. Boah, Gottes Willen. Oh, jetzt. Ashani ist neu. Ashani. Löwe drüben für eins. Der Waldhof sagt Danke. Das ist Thorsten Dynamo. Aber die müssen ja. Die müssen. Und da kommt er natürlich. Sowas. Zustande. Das war's. Waldhof gewinnt mit 4-1 bei den Sachsen aus Dresden. Und das ganz, ganz wichtig. 4-1 und wir schauen gleich mal auf die Tabelle. Kleinen Blick wagen wir mal auf die Tabelle. Wir fangen einfach mal ganz oben an. Dort steht Schalke, dann Stuttgart, dann St. Pauli, dann Darmstadt 98. Dann geht's weiter mit Hannover, Bremen, Paderborn, Dynamo Dresden. Die wären mit einem Sieg mit 12 Punkten Dritter gewesen. Diese Liga ist enger denn je. Dann haben wir Waldhof auf der 11 mit 7 Punkten. Das wäre, hätten wir die dumme Niederlage gegen Bremen nicht, sogar 10 Punkte, beziehungsweise das doofe Unentschieden gegen Kiel. Hätten wir nochmal 2 Punkte oben drauf, da wären wir bei 9 Punkten gewesen. Da wären wir da oben mit dran gewesen. Und dann schauen wir mal ganz nach unten. Duisburg, Aue noch 0 nach 5 Spielen. Aue hat nur noch 4, spielt aber noch gegen Regensburg. Und 2000 mit 3 Punkten auf dem Relegationsplatz. Aber ich würde sagen, an der Stelle bitte ich dann raus. Falls euch die Folge natürlich immer gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert sehr gerne den Kanal, es ist der Endspurt. Richtung Neujahr, ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Wir sehen uns im Stream auf jeden Fall die Tage wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und ciao, ciao.